Wollen heute in die Höhle und ich glaube auch die Insel verlassen. Ich habe ziemlich gesucht, muss ich sagen. Ja. Die Höhle ist jetzt hier an der Stelle. Vermutlich gibt es noch andere Höhlen. Das ist jetzt die erste, die ich gefunden habe. Jetzt gehen wir da mal rein. Okay. Uiuiui. Was erwartet uns? Oh. Drei von diesen Lost. Ah ja. Oh, da ist noch was. Okay, die Musik. Uiuiuiui. Ui. Wechsel mal. Also die Musik ist schon mal sehr spannend hier. Ui. Eieiei. Naja, gut, wenn das mal Dreiergruppen sind, damit könnten wir leben, ne? Da sind drei. Okay, das war mal. Ka Ich glaube, da kamen gerade noch mehr. Oh, das sind viel mehr als drei. Ich höre es. Eieiei. Und ich habe vergessen, meine Potion zu wechseln. Ah, die kommen hier nicht raus. Okay. Ach du lieber Himmel. Ach, herrje. Okay. Gut, das haben wir mal überstanden. Aber es war ein bisschen leichtsinnig von mir, hier einfach so reinzugehen. Wir nehmen mal die Gesundheitspotion. Gott sei Dank haben wir schon die bessere Rüstung und die besseren Waffen. Ja, es muss ja eine Steigerung geben, ne? Sonst wäre es ja fad. Okay, da ist eine goldene Kiste. Gut. Hier ist nichts drin. Wir brauchen auf jeden Fall 400, um hier wegzukommen. Es war doch der Ambrosia Dust, ne, oder? Ja. Die Musik hört sich eher an wie. Da oder da lang? Wir gehen mal hier rein. Weiß ich nicht, wie bei so einem Indianerstamm oder so. Also wir sind links rumgegangen. Das sieht doch nach Crystals aus. Würde mich ja wundern, wenn wir hier nicht auf ein paar Feinde treffen. Schon was, wenn du diesen Jump machst. Das. Okay. Ui. Uiuiui. Aber das ging schon ganz gut. So, ja, dann ich höre zwar die Geräusche noch, aber ich sag mal. Ich ernte mal. Ich habe mir diese neue Pickaxe gemacht, die wir gelernt haben. Das waren 10. Wir brauchen auch, um den Grinder zu machen, brauchen wir auch welche. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber 10 Stück oder so. Und wir wissen ja noch nicht, wie viel dann da tatsächlich rauskommt, wenn wir das zermahlen.
Das finde ich übrigens schön, von da rechts zeigt er immer an, wie viel du insgesamt hast, ja? Warum leuchtet denn der da noch so? Wachsen die wieder? Aha, also da kann man weiter ernten, wenn man dann besseres Werkzeug hat. Guck mal hier. Hallo Jungs. Okay, hier ist nichts. Hier keiner? Oh, doch. Guck, die haben schon halben Schaden, nur weil ich hier gesprungen bin. Schau. Das ist cool, oder? Das ist doch ein cooler Move. Gefällt mir. Haben wir hier irgendwo noch einen Spawner? Nee, sieht gut aus, ne? Ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir irgendwie von hinten dann plötzlich überfallen werden. Wir waren da abgebogen, dann waren wir hier noch nicht. Genau, wir waren einmal links abgebogen. Ah, hier ist ein anderer Ausgang. Okidoki. Ja, anderer Ausgang. Gut. Cool. Dann war es das hier mit der, denke ich. Wir fliegen mal hier hoch. Das ist doch einfach nur schön, oder? Ich gehe zurück. Und dann gucken wir mal, dass wir den nächsten Step machen. Die Sachen dürften eigentlich weitestgehend eine Wolfshöhle. Die Sachen dürften wir eigentlich weitestgehend zusammen haben. Wo bin ich? Ja, genau. Alles gut. Also, spannend, diese Höhle. So, für den Grinder brauchen wir 4 Rope, 10 Steine und 10 Kristalle. Oh, auch wieder ein großes Teil. Das kommt hier auf die andere Seite. So. Das war das erste Mal, dass man dieses Rope brauchte. Und jetzt kann ich hier 8 Stück reinpacken. Schauen wir mal, was dabei rauskommt, wie viel da rauskommt. Ah, guck mal hier. 20. Hier haben wir eigentlich die 400 schon praktisch zusammen. Jo, dann lass uns mal gucken, was uns hier erwartet. Also ich nehme nicht an, dass sie uns einfach so hier weglassen. Kann mir nicht vorstellen. Und Quest completed. Nice. Nichts passiert. Und jetzt? Summon Champion. Okay. Oh, hallo. Oh. Ich bin sehr langsam. Ich hätte vielleicht... Uiuiui. Alter Schwede. Ja, Energie. Ich weiß gar nicht, was du zuerst nehmen sollst hier. Energie oder Gesundheit? Ich gehe mal raus. Ich hoffe, der resettet sich nicht. Und wenn, ist auch egal. Ich denke, Gesundheit ist die bessere Option hier gerade für mich. Oh, der kommt hinterher. Ach du Kacke. Oh.
Oh. Ich glaube, ich habe einmal geflucht. Das müsst ihr bitte entschuldigen. Also ich werde die Gesundheitspotion nehmen, denke ich. Ausdauer oder Ausdauer vor ihm wegrennen. Ich habe gedacht, ihr bleibt da in seinem Tempel. Tja, so kann man sich täuschen. Oh, der ist noch da. Der ist noch da, Leute. Und der hat sich nicht resettet. Okay, das ist jetzt an unfair hier, was ich hier mache. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, bin ich langsam. Lauf, 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 lauf. Okay, dann wäre der Sprint-Potion doch besser gewesen. Au. Eieiei. Eieiei. Drei. Okay, komm mal hierher. Okay. Upsi. Nächster Versuch mit der Ausdauerpotion. Ja, wenn er einmal zuhaut, naja, zweimal zuhaut. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen auch das Spannende. Du musst dich immer entscheiden, ne? Tue ich was für meine Gesundheit? Oder tue ich was, ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich hier draußen stehen bleiben und den mit Pfeilen beschießen. Ja, schau. Das ist natürlich noch nicht so toll. Deswegen versuchen wir es mal mit Sprintangriff. Und Ausdauer. Und Ausdauer. Ja. Okay. Ich wollte diesen Angriff aus der Luft machen, aber das hat irgendwie in dem Moment nicht geklappt. Drei Leder. Fünf Leder. Was ist hier gerade passiert? Was hat hier Bumm gemacht? Ach, guck mal da. Okay. Gehe ins Licht. Travel to Crossroads. Was hat er gesagt? Welcome to the Crossroads oder so? Erkus. So, wenn ich das richtig weiß, dann ist das ein Sohn von Zeus und irgendeiner von Zeus Geliebten? Erkus. Quests und Trade. Ja, erstmal schön, dass wir hier ankommen konnten. You have done well to pass the first test. Most don't. I'm Aeacus, one of the three judges in the underworld. You have been chosen by Charon as a notable warrior, perhaps worthy of our cause. Hades has become twisted and corrupt, poisoned by time, and no longer fit to rule the underworld. Are you the champion we seek? We must defy the gods and usurp Hades to restore the balance that once was. Ja, ich bin natürlich der Typ, den ihr sucht, um hier gegen die Götter zu kämpfen. Unbedingt. Unbedingt. These crossroads, long forgotten, have a presence of Olympians and their most devout followers. Find each of the Olympian shrines and perform the labors required to gain entry. Once inside, defile the altar to rid this land of their influence. If you succeed, you'll gain knowledge necessary to confront Hades when that day comes.
Okay, also jetzt wissen wir endlich, warum Charon mich hierher geschickt hat. Ich soll im Endeffekt gegen Hades kämpfen und dafür soll ich 5 Olympia-Champions besiegen. Wenn ich das richtig verstanden habe, fängst du wieder an zu reden, wenn ich dein Menü öffne? Nein, jetzt ist er still. Gut. So, Building Mastery. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind offensichtlich die 5 olympischen Disziplinen sozusagen. Wobei Building, naja, gut, okay. Und 750 Goldcoins. Wie? Die bekomme ich. Ja, Reward. Okay, Accept Quest. Wie akzepte ich die denn? Available. Da, accept. Dann nehmen wir, kann ich die alle akzeptieren? Ja. Okay, die 5 müssen wir machen. Und wir werden aber beginnen mit, ja, wir beginnen mit der Building Quest. Wir suchen uns hier ein Plätzchen und bauen hier, denke ich. Ich hätte da mal eine andere Frage. Komme ich hier wieder zurück? Ah, hier komme ich wieder zurück. Gut, gut zu wissen. Jetzt wird es gerade dunkel, wie immer. Aber die Quest. Ich soll kaufen. Ich soll mit Eakus sprechen und ein einfaches Hammerrezept bei ihm kaufen. Okay, ich hoffe, er hat nicht göttliche Preise hier. Okay, die Schreine finden. Ja, das ist ja eine sehr lange Quest, denke ich mal, ne? Also, wir sagen hier, das wollen wir. Ich habe ein bisschen Geld dabei. Kann ich bei dir was. Ah, guck mal hier. Bei. Sample Recipe. Weaverbow. Eieieiei. Oh, das wird teuer, Leute. Shopping. Ach, du lieber Himmel. Sell, aber es gibt auch Sell. Wir können ihm was verkaufen. Da müssen wir wahrscheinlich mit ihm handeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, was ich nicht tue, ich verkaufe, obwohl, was ist, wenn ich ihm das hier verkaufe? Value 6. Ja, nee. Alles klar. Also ich soll jetzt dieses Hammerrezept kaufen. Das ist offensichtlich, damit wir wissen, wie das überhaupt funktioniert, dass wir das nicht übersehen. Kill the lost, abandoned and betrayed aggressors. Wenn das die gleichen Lost sind, das wäre easy zu machen. Das ist auch einfach. We'll start simple. Ja, offensichtlich beginnen die alle sehr einfach, diese Quests. Für 20 Hasen, naja, gut, okay. Claim Reward. Building Mastery, Claim Reward. Collect Reward. Ha. 750 Gold hat er mir dafür gegeben. Okay. Dann komme ich gerade mal hier in den Kaufrausch. Wow. Ich bin jetzt ein reicher, armer, halbtoter Gott oder so. Grieche. Whatever. So. Bye. Naja, hat auch gesalzene Preise, ne? Das heißt, wir müssen offensichtlich jetzt zukünftig alle diese Rezepte bei ihm kaufen. Das wird aber teuer. Da muss ich ihm aber viele Sachen bringen. Halleluja. Ich habe beschlossen, ich werde mal diese ganzen Anfangsquests machen. Was weiß ich, 50 Blackberries ihm liefern und so. Das ist ja jetzt nichts wirklich Spannendes. Und werde dabei dann hier die Welt erkunden, die neue. Und wir sehen uns im nächsten Video auf dem neuen Bauplatz. Macht's gut, bis dann und ciao.